Hallihallo, herzlich willkommen in der Schlosserei Oldorf. Heute habe ich hier mal einen Griff. Das möchte ich noch mal eben ganz kurz erklären. Und zwar ist es so, den habe ich hier festgemacht mit Lot. Dieser Griff ist normalerweise in einer Haustür drin, da ist dieser Vierkant durch. Und wenn man diese Klinke betätigt, dann ist es so, dass die Tür aufgeht. Das ist das Gegenstück, was da sitzt. So, und die Tür sollte aber jetzt so sein, dass sie nur noch mit dem Schlüssel aufgeht, nicht mehr mit der Klinke. Und dadurch habe ich dieses Teil praktisch hier draufgesetzt. Das ist jetzt fest miteinander verbunden und kann von außen angeschraubt werden. Und die Tür ist erstmal soweit zu. Da kann ich nochmal eben hier gucken, ja. Und dieses hier kann man das sehen. Also hier ist das dunkel in diesem Bereich. Das ist dieser Bereich hier. Da sitzt eben halt der Vierkant vom Schloss. Und jetzt säge ich das hier ab. Und dann wird eine Platte draufgesetzt und dann kann man von innen das wieder befestigen. Also da stecke ich durch das Schloss durch. Und dann kann ich hier nachher die Klinke aufsetzen. Muss ich hier noch die Madenschraube rausnehmen. So. Und dann ist das Ganze fest. Das werde ich jetzt machen. Also das ist eine ganz einfache Methode, wenn man diesen schicken Griff, den man jetzt hier hat, das ist ein V, behalten möchte. Das Gute daran ist, das ist wieder rückgängig machbar. Das heißt, wenn ich das jetzt heiß mache und ziehe das einfach ab, dann kann ich das Lot wieder entfernen und ich kann eben halt das wieder so benutzen, wie das also vorher gewesen ist. Gut, das werde ich jetzt mal eben fertig machen. Das zeige ich gleich mal. Also das schneide ich jetzt eben ab. Und dann kommt eine Platte drauf und dann ist es fertig. Oder muss mal gucken, habe ein fertiges Teil. Das gucke ich mir gleich mal eben an. Und das werde ich gleich mal eben zeigen. So, ich entscheide mich doch, das hier abzusägen. So, das war es dann erstmal schon soweit. Und jetzt machen wir hinten eine kleine Platte drauf. Das können wir, denke ich, auch draufschweißen. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach beigehen und hier mit dem Hammer das auseinandertreiben. Dann passt das nachher der Vierkant auch nicht mehr durch das Schloss durch. Aber ich hole mal eben eine Unterlegscheibe, die schweißen wir dann mal eben an. So, ich kann das nochmal zeigen. Mal sehen, passt der hier durch? Ist das hier ein Zehner? Genau, der würde dann jetzt hier durchgehen und damit das gleich nicht funktioniert, damit das gleich funktioniert. Mal gucken, das ist gar keine 10 hier. Muss auch 10 sein. Der ist 10. So, und mal gucken, was haben wir denn hier bei dem hier? Ah, da sind es nur 9. Ich hole nochmal ein 10er Schloss dafür. So, jetzt kann ich das mal ein bisschen besser zeigen. Also der geht ja hier durch. Und damit der da nicht durchpasst, könnte man jetzt beigehen und könnte das hier so ein bisschen treiben. Das macht er dann auf allen vier Kanten. So, und schon wäre das so, dass der hier nicht mehr durchpasst. Man kann das auch sehen, der liegt also da außen vor. Und der ist sogar fest, also da geht nichts mehr. Das können wir auch eigentlich so lassen. Ansonsten kommt hier, würde jetzt hier so eine Unterlegscheibe drauf geschweißt werden. Könnte man machen. So halte ich das mal ein bisschen, dann kann man das ein bisschen besser sehen. So, oder sonst würde kommt da so eine Unterlegscheibe drauf. Gut. Ich kann das hier nochmal eben ein bisschen doller machen. Und dann ist der. So verkantet,
dass der da auf alle Fälle nicht mehr durchrutscht. Na, so sieht das Ganze dann aus. Ups. So sieht das Ganze dann aus. Also richtig hier verrieben. Da, so kann man sich also auch helfen, um sowas wieder festzumachen. Da habe ich dann praktisch den hier einfach abgesägt. Gut, das war's von meiner Seite aus. Wieder schmutzige Fänger. Mal gucken, was sich da wieder dran beschwert. Und hier haben wir die Einstellschraube. Das können wir ja nachher dann noch anders einstellen. Jetzt ja die. Ups, das mal anders halten hier, weil wir nicht, das ist ja die Einstellschraube hier. So, und dann kommt das hier praktisch da jetzt rein. Und dann kann ich das nachher beim Kunden dementsprechend festmachen. Gut, das war's von meiner Seite aus. Legen wir das nochmal eben wieder hier um. So, also die Unterlegscheibe kommt hier nicht drauf, sondern das jetzt hier also auseinandergetrieben, das Material, damit das nicht mehr durch das Schloss passt. Gut, so, jetzt können wir da hinfahren, den Kunden das mal eben einbauen. Dann kann man das auch wieder festmachen. Und wie gesagt, das kann ich nachher rückgängig machen, wieder hier, wenn ich möchte. So arbeite ich eigentlich nur, wenn ich Sachen verändere, dass ich die dann nach Möglichkeit nachher wieder so zurückbauen kann, dass man es nicht mehr sieht oder kaum noch. Und das ist eben halt ja, ein schicker Griff im Sinne des Erfinders auch. Gut, okay, das war's von meiner Seite aus. Und ja, wenn das Video gefallen hat, würde ich mich freuen. Auf Daumen hoch klicken einmal oder unsere Webseite besuchen. Dann können Sie da mehr erfahren. Okay, dann freue ich mich auf mein nächstes Projekt, was ich habe. Und ja, bis zum nächsten Mal.